Und da kommt schon die LPC, die mich hier zurück nach Essen bringen wird. Ein sehr, sehr schöner Zug, würde ich sagen, Abellio. Noch in der alten Abellio Lackierung. Sehr, sehr geil. Mit dem fahren wir auch jetzt. Abellio. Abellio. Nein, nur ein Gast. Die Fahrkartenautomat. Das ist natürlich, man muss einfach drauf tippen. Dann funktioniert er. So wie ich das starte, dass dieser Zug bei der Bayerbreit nicht mehr fahren. Und das jetzigste ist sogar diese erste Linie, die von der DB, die von der Bayerbreit übernommen wurde. Von der DB, von der DB. Erste Gastbereich mit Legersätzen. Ich habe jetzt noch nicht mehr reingefahren in den Bahnhof. Normalerweise enden die Züge da hinten am Kopfbahnsteig, aber da steht ja schon eine S1. Perfekt, damit ich so weit laufen. Hä? Da steht aber, dass der Zug nur bis den Mathe fährt. Aber laut der Anzeige. Aber laut der Zugbeschilderung fährt der Zug durch bis nach Tegel. Was stimmt denn nun? Welches Kriegen fährt der erste ab? Mit Abellio? Sogar in doppelter Operation? Ist der zweite Klasse Bereich, ebenfalls mit der großen?
und seit der Munition ist ja jede Fingersitzgruppe mit Sitzgurten ausgestattet. Und vorher nicht, vorher gab es die Sitzgurten in der Zwangsklasse nur am Zugende. Ah, wie schön. Wir haben ein schönes Bild hier von der Abellio. Der vorderste Teil fährt bis Iserlohn. Die beiden hinteren Teile fahren nur bis Lehnwarte. Vorher stand da noch Siegen drauf, aber ich habe schon gewohnt, hey, warum steht da Siegen drauf, wenn er nur bis Lehnwarte fährt? Und dort besteht Anschluss an den IC hintere Schuh Siegen. Der IC ist bis Hindenburg freigeben für die Regionalzüge freigeben. Und das IC fährt dann weiter bis nach Frankfurt, allerdings ohne so.